Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project. Ja, ihr habt die Cutscene hoffentlich gesehen. Wir suchen den Weg in die verlorene Stadt. Eigentlich dürfte uns hier noch niemand begegnen, soweit ich weiß. Drain, ah ja. Aber wir können hier halt auch nicht wirklich was tun, deswegen müssen wir uns direkt zu dem Eingang der verlorenen Stadt begeben. Ich kann einmal gucken. Hier oben gibt es aber nicht wirklich was zu holen, zu tun, zu was auch immer. Deswegen halt, wie gesagt, im besten Fall direkt rüber. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Kann gar nicht sein, weil ich hier noch nie war. Sorry, irgendwie. Das Wasser ist ganz schön laut. Ich gehe jetzt trotzdem mir einfach mal alles ab. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich neugierig bin, verdammt. So, hier komme ich nicht weiter. Das ist wie eine Wasserrutsche. Oh. Ah. Hey, okay. Alles klar. Gibt ein bisschen nasse Füße, aber was soll's. Okay, da komme ich nicht hin. Oh Gott, bis ich hier wieder rauskomme, ey. Ich wollte aber noch ganz kurz was gucken. Und zwar... Gott, oh, das geht ganz schön in die Arme, was ich da immer rauskatapultieren muss, weil es geht hier auf die andere Seite. Und wie viele Rope-Pfeile habe ich denn? 4 Stück? Ich gucke mal. Ich speichere einmal kurz schnell. Und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie rüber kann. Das wäre nämlich optimal. So nicht. Da haben wir nämlich schon das Problem, dass ich zu nah an dem Dingsbums da zu nah an dem Häusle meinen Pfeil gesetzt habe. Hopp. So. Gucken wir mal, ob das wieder klappt. Oh, nein, es klappt offensichtlich nicht. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie... Oh, das ist relativ hoch gewesen. Komm schon, halt dich fest, Garrett, dankeschön. So. Oh, ich glaube, das hat minimalst wehgetan. Aber wie ihr sehen könnt, befindet sich dahinter Gold. Und hier hinter finden sich ganz viele Pfeile. Unter anderem war da auch ein Rope Arrow dabei. Dementsprechend haben wir den, den wir hier verloren haben, beziehungsweise verlieren werden, wieder rausbekommen, weil irgendwie müssen wir natürlich auch wieder auf die andere Seite kommen. Das schaffen wir, glaube ich, nur, wenn wir über diese Seite hier rübergehen. Guck mal eben. Ich muss mal eben ganz kurz. Ich muss das mal so machen. Und einmal kurz schnell speichern. So. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie ich mir das hier jetzt vorgenommen habe. Nein! Manjo! Hui! Uff! Okay, geschafft. Also, den hier können wir uns wiederholen. Einfach indem wir... Bitte? Bitte? Hallo, ich möchte gerne diesen Pfeil wieder haben. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Das sah doch schon ganz gut aus. Jetzt hänge ich fest. Nein, ich hänge nicht fest. Okay. Zack. Wuhu. Gut, da hätten wir tatsächlich schon ein bisschen Gold zusammenbekommen. Jetzt aber, es gab in dem Einkaufsbildschirm, gab es Lufttränke. Dementsprechend kann man sich vielleicht schon ausmalen, was das hier zu tun gilt. Das sieht nämlich aus wie ein Unterwasserweg. Heißt, ziemlich lange die Luft anhalten.
Ja gut, ich guck schon mal, ob ich den irgendwo finde. Da ist er. Oh, zwei Stück habe ich sogar. Gut, dann auf geht's. Ach, hier oben können wir uns noch... Das können wir doch noch nutzen hier. Und zack. Ich weiß, dass ich eigentlich schneller bin, wenn ich meine Waffe wegstecke. Aber... Ich weiß gerade nicht, wie ich das tue. Das ist das Problem. Oh Gott. Das können wir alles so ein bisschen... Da vorne geht es nicht weiter. Hier geht es... Oh, es wird kritisch. Ja, es wird kritisch. Oh, der arme Garrett. Ah, ich schaff das. Ich schaff das. Oh Gott, ich hab's geschafft. Puh. So, jetzt müsste ich versuchen. Es wird gleich die Strömung relativ stark. Ich möchte aber gerne hier raus. Geschafft. Holy shit. Ich hab's geschafft. So, jetzt wäre ich nämlich gleich da runtergefallen. Das wäre nicht schlimm gewesen. Ich wäre nicht gestorben. Aber es ist halt mies in dem Sinne, dass ich von Spinnen angefallen werde. Ihr scheiß kleinen Mistviecher. Hallo? Stirbst du vielleicht mal? Hallo? Wartet. Ist die auf mir drauf? Hallo? Ich treffe die Scheißviecher nicht, Mann. Was geht denn hier? Hallo? Oh, ist das schrecklich. Stirb. Hallo, Mistvieh. Was ist denn das? Bin ich zu blöd, diese kleinen Mistviecher hier umzubringen? Das ist doch zum Kotzen. Boah, weißt du was, ey? Du gießt mir sowas von auf den Piss. Da. Boah, regt mich dieses Vieh auf. Heilige Scheiße. Mann. Ohne Witz, ich habe fast mein halbes Leben verloren wegen diesen kleinen Scheißbiestern. Oh. Also, wenn ich hier runtergefallen wäre, hätte ich halt diesen ganzen Weg hier hoch wieder gemusst. Und ich möchte es verhindern, dass ich jetzt hier runterfalle. Weil ziemlich nervig und so. Deswegen werde ich jetzt hier einmal schnell speichern und werde versuchen, hier ganz elegant rüber zu springen und direkt diese Viecher da auszuschalten. Damit mir sowas wie eben nicht noch einmal passieren kann. Es ist ein ziemlich spinnendes Begrüßungskomitee, das ich hier habe. Ja. Muss ich jetzt hier runter? Ist ja Bullshit. Nee, ist nicht Bullshit. Ich muss tatsächlich hier runter. Hoppala. So. Jetzt muss ich natürlich... Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung ich jetzt am besten gehen sollte. Ich glaube, das ist relativ egal. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier 50 Mal schnell speichern werde. Das ist einfach nur, weil ich immer zum einen Angst habe, mich zu verlaufen und zum anderen das Gefühl habe, dass es wichtig sein könnte. Oh, da habe ich mir fast den Hintern verbrannt. Das war gefährlich. Jetzt einfach mal alle Ecken hier durch. Ich wette, ich bin einfach mal instant in die falsche Richtung gelaufen. Oder? Obwohl, nee, das sieht eigentlich... Eigentlich sieht das ganz gut aus. Oder ist das der falsche... Ich glaube, das ist der falsche Weg. Gibt es überhaupt richtig und falsch? Keepers keep this place a secret? Holy shit. Ich hab mich einfach mega erschrocken, als Garrett auf einmal anfängt zu reden. Was geht da ab? Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass hier irgendwas rumläuft. Oh Gott, da bin ich erschrocken. Auf einmal zuckt das Bild einfach wie so ein Bekloppter, ey. Hilfe! Okay, also wir sind offensichtlich in der heiligen Stadt, genau. In der heiligen Stadt angekommen, in der verlorenen Stadt. Und was sind eigentlich meine Objectives hier? Kleinen Moment, bei O, glaube ich, ne? Find an entrance to the lost city. Also den Eingang finden haben wir schon. Obtain the talisman of fire. Also hier ist der Feuer-Talisman versteckt. Und leave the lost city. Also im Endeffekt rein, Talisman stehlen, wieder raus. Okay, sollte zu machen sein. Die Lufttränke habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht gebraucht. Finde ich gut. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus, wenn ich jetzt hier runtergehe.
Diese Lichter sind übrigens ganz, ganz furchtbar. Weil die dafür sorgen, dass ich grundsätzlich sichtbar bin. Und das ist ziemlich nervig. Weil hier nun mal auch Gegner rumlaufen, die mir ziemlich wehtun können. Hallo, würdest du bitte... Danke. Ach, komm schon, ich hänge fest. So, jetzt habe ich's. Ich glaube nicht, dass ich hierher muss. Ja, ich weiß, es wird wieder hell, Halleluja. Wartet kurz, ich schaue mich hier noch ein wenig um. Ich weiß, dass hier Barracks rumlaufen. Und, oh, interessant. Also an den Übergängen von Tür zu Tür scheinen mich diese diese Reaktionsdingsbumsens da, Dinger da, noch nicht zu entdecken. Dementsprechend kann ich da... Ich höre sie schon. Ich höre einen Barrick. Ich hab's nicht mehr erwischt, verdammte Kacke. Ups. Naja, so kann man's auch machen. Falls ich ihn jetzt nochmal erwischen sollte, geben wir mir hier mit den Gnadenstoß. Ich wollte aber eigentlich nochmal in die Richtung gehen, aus der er kam. Weil vielleicht findet sich da ja irgendwas Besonderes. Ach so, hier. Hier geht's ja. Im Prinzip bin ich hier absolut nicht vorsichtig, was wahrscheinlich auch mein Verhängnis sein wird. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich das hier gar nicht muss, weil Menschen werden mir hier mit Sicherheit nicht begegnen. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, sehr schön, das heißt, ich muss tatsächlich darunter. Wie zum Henker stecke ich denn eigentlich nochmal meine Waffen weg? Alt? Nein? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Müsste das vielleicht mal in der Steuerung nochmal nachgucken. Ach, das ist doch Quatsch. Ich wollte doch hier runter. Holy shit! Hast du mich erschreckt? Du Mistvieh. Heilige Mutter. Okay. Hi, Überraschung. So, hier scheint keine Lampe zu sein. Läuft er mir jetzt tatsächlich hinterher? Oh, no! Ich hab dich nicht getroffen! Ich hab dich nicht getroffen! Nicht abhauen, nicht abhauen! Du Mistvieh! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Bleib verdammt nochmal stehen! Du sollst stehen bleiben, dankeschön. Huhu. Okay. Was ist das für ein Part, verdammt? Das ist ja Wahnsinn. Das ist so voll der kuriose Part einfach. Ich hoffe, das waren die zwei einzigsten, die hier rumlaufen. Einzigerinnen. Oh, hallo, was zum Lesen? Despite hardships, I have welcomed this opportunity to study the city of the Precursors. Precursors, das kommt mir bekannt vor. Their society was remarkable. Stratified like the bedrock and seemingly as stable above all the emperors. Ja. Mhm. Sehr schön. Ich bin gar ein bisschen schlauer. Als ich es vorher war, da ist ein Ausgang. Ich gehe noch mal ganz kurz in die andere Richtung. Ich würde jetzt wirklich gerne wissen, wie ich meine verdammte Waffe wegstecke. Backspace? Nein, damit stecke ich das weg. Ich warte, ich gucke einfach mal ganz kurz nach. Kleinen Moment. Okay, hab's gefunden.
Jetzt schauen wir uns einfach hier unten noch mal ganz sorgfältig um. Weil ich das Gefühl habe, dass es hier noch irgendetwas Wichtiges gibt. Und hoffentlich irgendetwas, das uns einbarrigt. Schon wieder ernsthaft. Hoffentlich irgendetwas, das uns nicht direkt umbringt. Oh. Okay, hier ist der Weg offensichtlich versperrt. Dann legen wir uns noch einmal mit einem Burrik an. Hi, warte. Plonk, 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 plonk. Skidusch. Hier wird nicht abgehauen, mein Freund. Schön brav sein. Oh, da kommt er. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, also mit zweien kann ich mich nicht anlegen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin schneller, wenn meine Waffe weg ist. Das habe ich schon gemerkt. Oh, komme ich jetzt hier überhaupt noch? Ja, ich komme noch. Oh, na, komm schon. Streng dich an, mein Freund. So, die kommen hier aber zum Glück nicht hoch, glaube ich. Oder? Nein, die kommen hier nicht hoch. Heißt, ich könnte sie theoretisch einfach erschießen. Die armen Tierchen. Oh. Macht keinen Scheiß. Schön brav sein. Jetzt verschieße ich hier meine ganzen Pfeile für die... Scheiße. Verschieße ich hier meine ganzen Pfeile für die Viecher. Halt, wartet. Ich habe doch bestimmt auch Gaspfeile. Bringen die bei den Viechern was? Nein, doch. Okay, offensichtlich bringen die tatsächlich was. Den einen habe ich schon mal umgebracht. Das sind ja noch welche. Das hört sich wirklich an, als würden die kotzen. Okay, Gasfall. Das ist einfach eine mega Verschwendung gerade. Uff, das hat mir, glaube ich, auch nicht ganz so gut getan. Aber ich glaube... zu wissen, dass hier keine weiteren mehr sind. Ich habe keine Feuerpfeile. Ich habe nur die Gaspfeile, um sie auszuschalten. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Oh Gott. Scheiße. Ach, was soll's. YOLO. Man sollte dieses Motto, glaube ich, nicht so ernst nehmen. Jetzt habe ich einfach meine gesamten Gaspfeile verballert. Das waren 2000 Gold, die ich jetzt hier einfach in die Luft gepustet habe. Yay. Ach ja. Die 2000 Gold, die ich aus den Magiertürmen rausgeholt habe. Naja gut, sie haben mir jetzt eine Menge Ärger erspart. Ich hätte einfach um die herumgehen können. Was soll's, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Regt euch in den Kommentaren nicht so auf. Ich hab's ja gecheckt. Und Gorgos, ich weiß, dass du hier auch wieder deinen Teil zu beitragen wirst. Und ich bin mir auch schon ziemlich sicher, was da unten jetzt stehen wird. Ah, oh. Sehr schön. Eine Schriftrolle. Benir has been informed that you ordered the sacrosanct parchments moved to the archives beneath the Great Temple Palace, lest they be destroyed by the angry and fiery breath of the earth. On the morrow's eve we shall move ourselves there as well. Do not tarry. Whatever. Ich habe absolut keine Ahnung, was mir das sagen soll. Ich muss einmal ganz kurz gucken, wie spät das ist. Ich habe keine Ahnung, wann ich angefangen habe. Ich glaube um 43. Das heißt... ich müsste jetzt auch wieder Schluss machen. Ich beende diesen Part dann an der Stelle und würde sagen, es geht im nächsten Part weiter. Ich weiß, das war ein total kurioser und crazy Part, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich werde das schon irgendwie herausfinden.
Wie gesagt, war ein ziemlich kurioser Part. Ich bin hauptsächlich vor Viechern weggelaufen und habe sie erschlagen und habe Pfeile verschwendet ohne Ende. Und das war dumm und ist egal. Das ist jetzt halt passiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Ganz kurz, um euch noch zu zeigen, was passiert wäre, wenn ich hier in die andere Richtung gelaufen wäre. Hier gibt es nämlich auch noch einen Weg, den man hätte gehen können. Und um euch im Vornherein zu sagen, dass es hier nicht weitergeht, es ist ein relativ kurzer Weg, aber es ist ein für die Story essentieller, sage ich mal. Deswegen bin ich tatsächlich erst einmal den falschen sozusagen gegangen. Achtung! So, this is the lost city. It's not lost no more. Zu Deutsch, das ist also die verlorene Stadt. Nun, jetzt ist sie nicht mehr verloren. So im Sinne von, dass man sie gefunden hat. Das da hinten ist der Feuertalisman. Allerdings komme ich von hier aus natürlich ziemlich schlecht daran. Da unten ist überall Lava, in die ich jetzt auch ungern rein möchte. Und dementsprechend müssen wir den anderen Weg gehen, um da irgendwie ranzukommen. Joa.